Herzlich willkommen in der Singaraja Garden Eco Lodge. Unberührt und in erholsamem Grün gebettet, bieten die Lodge Entspannung und Erholung. Geist und Seele stärkt man hier am besten mit Ayurveda und Yoga. Yoga heißt, das Mögliche tun, anstatt über das Unmögliche nachzudenken und sich in Theorien zu verlieren. Also einfache Übungen auszuführen, statt über die perfekte Yoga-Figur zu theoretisieren, den angenehm fließenden Atem zu erfahren, eigenes Verständnis aufgrund eigener Erfahrung wachsen zu lassen und im Zusammenspiel von Körper, Geist und Atem Freude finden. Loslassen und fest im Stand sein, Yin und Yang, sanft und kraftvoll zur inneren Mitte finden für ein Leben aus der Seele. Das ist der Ansatz von Edna Möllers, Geschäftsführerin in Singaraja Garden. Sie ist Yogalehrerin aus Leidenschaft und Überzeugung und möchte in erster Linie die Freude an der Bewegung vermitteln. In ihren Kursen geht es nicht um akrobatische Höchstleistungen, sondern darum, Lebendigkeit mittels einfacher Übungen erfahrbar zu machen und ein besseres Körpergefühl zu entwickeln. Gleichzeitig gibt sie gern Anregungen, wohin die Yoga-Körperreise für jeden Einzelnen gehen kann. Die klassischen Yoga-Übungen, ausgeführt in langsamer und konzentrierter Weise, führen sanft zurück in einen stillen und ausgeglichenen Zustand. Für fortgeschrittene und sportlich orientierte Yoga-Freunde bietet Edna auch vertiefende Hatha-Übungen und Ashtanga-Power-Yoga an. Pranayama, die Atemübungen im Yoga, beleben Körper und Geist. Im Shavasana, der Ruhehaltung am Ende jeder Yogastunde, wird tiefe Entspannung erreicht, Stress baut sich ab, Glückshormone werden ausgeschüttet.